Oh yeah, Elektroschrott. Hallo, ihr Hobbelhäschen. Ich hoffe, ihr habt einen ähnlich schönen Tag wie ich. Ihr seht hier Sonne. Und weil das Wetter so toll ist, werde ich heute nichts bauen, sondern wir schalten um auf Notprogramm Erklärbär-Modus. Das mit dem Bauen gibt es dann beim nächsten Mal. Wenn das Wetter nicht mehr so gut ist, soll angeblich, war bald. Ja, wie soll ich anfangen? Ich kann mich an die ersten Elektrobasteleien mit einem Arduino und einer blinkenden LED erinnern, als wäre es erst vor anderthalb Jahren gewesen. Mag daran liegen, dass es erst vor anderthalb Jahren gewesen ist. Damals war eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, die, dass ich ein Arduino hatte und ein paar LEDs und ein Bluetooth-Modul und ich wollte, dass das irgendwie miteinander dengeliert. Das Problem war, das Bluetooth-Modul, das wollte 3,3 Volt. Und mein Arduino, klar, 5 Volt an allen ausgingen. Also gehe ich zu Paul und ich so, du Paul, was mache ich denn da? Und Paul so, ey, machst du einen Spannungsteiler? Und dann ich so, was? Paul hat mir dann gesagt, gut, das ist ganz easy, ja, das machst du so und so und hier zwei Widerstände und Signal und Dings und das habe ich dann gemacht. Ich habe zwar keine Ahnung gehabt, warum das gut war, aber es hat funktioniert, insofern war es mir auch erstmal wurstig. Ja, ich bin so ein Typ. Mittlerweile bin ich deutlich schlauer und nach der Lektüre dieses wunderbaren Buchs ist mir auch klar geworden, dass irgendwie alles ein Spannungsteiler ist. Überall sind Spannungsteiler. Ja? Spannungsteiler. Und weil das eben so ein wichtiges Thema ist und weil man da so viel machen kann und weil letztendlich auch Filter nur Spannungsteiler sind, interessantes Thema, habe ich mir gedacht, ich erkläre einfach mal, was ich mir mittlerweile so zusammengeräumt habe. Ist bestimmt wieder irgendwo falsch, aber ich glaube, im Großen und Ganzen könnte es vielleicht bei dem einen oder anderen helfen, dass es ähnlich Klick macht wie bei mir. Die richtigen Elektroprofis sollten sich jetzt mal besser ausklinken, die wissen das schon. Dann wollen wir noch mal schauen, was wir hier zu tun haben. Wir haben einen Mikrocontroller hier oben irgendwie. Ich zeichne mal einen wunderbaren Mikrocontroller mit ganz vielen Pins. Das ist meinetwegen so eine Art Mega 328. Ja? Und wir haben ein Bluetooth-Modul. Irgendwie sowas. Ach, keine Ahnung, ich kann nicht zeichnen, ich bin kein Maler. Und hier geht ein Signal raus und hier geht ein Signal rein. Und dieses Signal hier, das sieht ungefähr so aus. Ja, das ist eine serielle Schnittstelle, lange Zeit nichts. Dann kommen wieder zwei, drei Pulse, was weiß ich, irgendwie sowas. Und zwar mit 5 Volt hier oben im Peak und 0 Volt hier unten. Und wir wollen hier unten dasselbe Signal reinkriegen, nur dass da nicht 5 Volt, sondern 3,3 Volt rauskommen sollen. Na gut, wie machen wir das? Ja, was mir der Paul damals gesagt hat, war ja einfach nur, du machst hier einen Widerstand hin, R1. Dann geht hier die Leitung ab, dann machst du hier einen zweiten Widerstand hin, R2. Dann ist hier unten Masse. Das war dieser berüchtigte Spannungsteiler, den Paul mir da gesagt hat. Ich bin immer noch begeistert von meinem fantastischen Bluetooth-Symbol. Sie hätten das hier nehmen sollen als das offizielle Symbol. Okay, und die Frage ist jetzt, warum? Warum funktioniert das? Okay, wir brauchen dafür tatsächlich nur Grundschulmathematik, ne, Grundrechenarten und so ein bisschen Ohmsches Gesetz. Ich zeichne vorher mal so ein paar Linien dran. Also hier, ja, also wenn ich mein Multimeter nehme, ja, das ich jetzt zufällig gerade da habe, ja, und ich nehme meine Messstrippen und ich messe von hier nach hier eine Spannung, dann ist das eine Spannung, die nennen wir jetzt U. Dieses U ist praktischerweise gleich der 5 Volt von hier oben. Das brauchen wir nachher, wenn wir rechnen. Des Weiteren sagen wir einfach mal, wenn ich hier und hier eine Spannung messen würde, ja, also an den Beinchen von meinen Widerständen. Ich messe hier am Widerstand, ne, einfach mal eine Spannung oder ich messe hier eine. Die beiden Dinger, die nennen wir U1 und U2, passend zu den Widerständen, die da dran sind. Ihr könnt mir jetzt glauben, dass U1 ungleich U2 ist oder ja, zumindest wenn ich die Widerstände richtig wähle, oder ihr könnt es mir nicht glauben, ist auch völlig egal. Fürs Erste kommt es nur mal darauf an, dass wir das mal so bezeichnet haben. Ja. Jetzt brauchen wir das Ohmsche Gesetz. Das Ohmsche Gesetz ist ja relativ einfach und habt ihr hoffentlich auch schon mal gesehen.
Und zwar in seiner einen Form sagt es, dass die Spannung gleich dem Widerstand mal dem Strom ist. Und wenn man das so ein bisschen umrechnet, dann sagt uns das, dass der Strom gleich der Spannung durch den Widerstand ist. Ja, die beiden Formen werden wir gleich noch brauchen. Und was wollen wir jetzt eigentlich? Wir wollen im Grunde genommen zeigen, dass wir in Abhängigkeit von unserer Gesamtspannung U unsere Spannung U2, die hier noch am Modul ankommt, beliebig einstellen können, vorausgesetzt, wir haben hier R1 und R2 unter Kontrolle. Das ist, boah, hier das ist Sommerallergien. Das ist ja eigentlich nur das, was uns so ein Spannungsteiler, wenn er denn existiert und funktioniert, sagen würde. Ne? Dass wir mit zwei Widerständen aus unserer einen Spannung eine andere machen können. Jetzt schauen wir mal. Zuerst wollen wir dafür vielleicht mal wissen, was ist denn eigentlich U2? Und U2 ist nach dieser Formel hier was ganz Einfaches. U2 ist nämlich R2 mal I. Ich könnte hier I2 hinschreiben. Brauche ich nicht. Weil der Strom, der hier fließt, ja, der ist für den und den Widerstand derselbe, weil der geht da ja gewissermaßen durch. Ne? Ihr müsst euch das vorstellen, das ist so ähnlich, wenn das hier kein Widerstand wäre, sondern eine LED, dann wäre das so eine Vorwiderstandsberechnung. Und da berechnet ihr ja auch, was am Widerstand hier für einen Strom fließt und sagt dann, ah, derselbe Strom, der am Widerstand fließt, fließt auch an meiner LED. Dasselbe gilt hier auch. Das heißt, wir wissen also, dass U2 gleich dieser Widerstand hier mal dem Strom, der da durchdengelt ist. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen das irgendwie in einen Zusammenhang bringen mit unserer gesamten Spannung U. Okay. Unsere gesamte Spannung U, ja, ist im Grunde genommen genauso hinzuschreiben. Nur der Widerstand, den wir da, hier, wenn wir die gesamte Spannung machen, von hier nach da messen, ja, sind diese beiden Widerstände in Serie und zwei Widerstände hintereinander, die zählt man einfach zusammen. Also R1 plus R2, ja, mal I. Jetzt werden wir total mathematisch, super mathematisch und teilen beide Seiten dieser Gleichung hier durch diese Summe. Und dann steht hier nämlich, I ist gleich U durch R1 plus R2. Das I und das I sind aber das Gleiche. Das heißt, ich kann jetzt hinschreiben, U2 gleich R2 mal, ne, was? Na klar, U durch R1 plus R2. Und das machen wir jetzt noch ein bisschen hübscher. Einfach nur der Form halber, damit es ein bisschen schöner ist und sagen, U2 ist gleich R2 mal Gesamtspannung geteilt durch die Summe der beiden Widerstände. Tada! Das passt sogar von den Einheiten. Weil diese Summe hier, das muss irgendwas in Ohm sein. Dieses R2 muss irgendwas in Ohm sein. Ohm durch Ohm fällt die Einheit weg. Das U hier ist Volt. Das heißt, am Ende kommt raus, U2 ist irgendwas Volt. Yippie, Schweinebacke. Genau das wollten wir eigentlich nur beweisen. Wir wollten nur zeigen, diese Spannung hier, ja, die hängt nur davon ab, was ich oben an Gesamtspannung rein tue und was ich hier an Widerständen reindengle. Uns interessiert hier überhaupt gar nicht mehr, welcher Strom da fließt. Ja? Das ist unwichtig. Kratzt keinen. Okay. Wir haben hiermit etwas ganz Großartiges getan. Wir haben bewiesen, Paul hat das nicht nur erfunden, sondern der Spannungsteiler als Konzept existiert tatsächlich. Geil. Ja. Jetzt interessiert uns natürlich noch eine zweite Sache. Angenommen, wir haben hier 5 Volt und wir wollen hier 3,3 Volt rausbringen. Ja, was müssen wir denn dann für Widerstände verwenden? Na, das ist jetzt auch nicht so schwer zu berechnen. Ich tue das hier mal so nach unten, damit wir noch unsere kleine Grafik hier sehen. Dafür müssen wir jetzt einfach nur ein bisschen anders auflösen. Im Prinzip genau die gleichen Formeln. Ja. Wir wissen, R2, das ist ja das, was uns jetzt erstmal interessiert. Halt, ich bin verheddert, ich bin mir etwas vorangegriffen. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir einen von den Widerständen einfach auswählen. Ja, weil wir haben nicht genug Informationen, um sagen zu können, hey, R1 gleich und R2 gleich, weil die hängen alle irgendwie voneinander ab. Also halten wir einen fest und sagen, irgendeinen von den Widerständen nehmen wir so, wie er gerade aus der Grabbelkiste fällt, was wir gerade da haben, und berechnen den anderen. Ich würde sagen, R1 halten wir einfach mal fest. Ja, da haben wir irgendwas Fixes und jetzt berechnen wir mal R2, so dass es dazu passt. Gut, R2
ist also gleich U2 durch I. Ja, das hatten wir jetzt schon zu Genüge. Das bedeutet, R2 ist gleich U2 und zwar geteilt durch, ja, das I hatten wir auf der anderen Seite schon mal dargestellt, durch U1 geteilt durch R1. Viele Bruchstriche sind blöd, also multiplizieren wir ein bisschen rum und kommen zu dem Schluss. U2 mal R1 durch U1. Jetzt haben wir jede Menge U-Bahnen durcheinander geteilt. Und ja, prima. U1 ist jetzt natürlich eine Größe, mit der wir bisher überhaupt nichts zu tun hatten. Ich meine, unser U2, das ist das Ding, wo wir hinwollen. Unser R1 ist der Widerstand, den wir fest ausgewählt haben. U1 steht ja so ein bisschen im Raum. Das heißt, damit das so eine Größe wird, wo wir einfach Zahlen einsetzen können, sage ich jetzt mal U2 mal R1 geteilt durch, na, wer kommt schon drauf? U minus U2. U minus U2, na klar. Dann nehmen wir die Gesamtspannung, tun den Teil, den wir eigentlich haben wollen, weg, bleibt der Teil hier übrig, können wir also genauso zusammenrechnen. Das heißt, das hier ist unser Widerstand. Jetzt sind wir fast fertig. Geil. Setzen wir doch einfach mal ein. Ich habe gesagt, wir nehmen einen fixen Widerstand, der noch rumfliegt für den oberen. Das heißt, ich setze mal 1K für R1 an. Ich habe dann 1 Kilo Ohm Widerstand rumfliegen. Gut. Und dann können wir sagen, unser anderer Widerstand R2 ist gleich die Spannung, die wir haben wollen, 3,3 Volt, ja, mal unserem R1, halt 1 Kilo Ohm, ja, ich mache sogar so Omega noch dran, und das Ganze mögen wir bitte teilen durch 5 Volt minus 3,3 Volt. Gut. Ich gebe es jetzt zu, diese 1K, die machen es mir hier schon echt leicht, das Ding auszurechnen. Ja. Das heißt, kann hier sagen, die 1 fliegt hier sowieso raus. Das heißt, ich habe am Ende R2 ist gleich 3,3 durch 1,7. Ja. 2 Kilo Ohm wegen der Einheit hier oben. Ne? Ich kürze die dann weg. Also Kilo Ohm. Gut. Das hier ist jetzt 1,9, schlag mich tot, aber ey, Entschuldigung, diese bedrahteten Widerstände haben im Regelfall irgendwie eine Toleranz zwischen 1 oder 5% irgendwas in der Richtung und auf ein Zehntel Volt mehr oder weniger kommt es auch nicht an. Also sagen wir einfach mal der Einfachheit halber, das sind so ungefähr 2 Kilo Ohm. Ja, komm, reicht. Das ist jetzt lustig. Als ich nämlich damals, und das hatte ich euch so noch nicht gesagt, dem Paul gefragt habe, ja mein Gott, was soll ich denn dann da für diesen Spannungsteil meinen da? Dann hat er mir gesagt, ja komm, nimmst du einfach 1 und 2K. Das heißt, ich habe gerade eben hergeleitet, dass der Tipp, den er mir gegeben hat, auch nicht schlecht war. Die Zahlen stimmen auf jeden Fall schon mal. Und wir können das hier auch mal einsetzen. Ja? Dann kriegen wir hier nämlich unser U2 ist gleich R2, das ist 2. Mal unsere 5 Volt oben, mal geteilt durch 1 plus 2 ist gleich 10 durch 3 ist 3,33333333 und so weiter. Aha, gut. Hat also alles geklappt, ist alles gut aufgegangen. Und das Schöne ist, ich denke, wir alle sind uns einig, dass wir es jetzt auch irgendwo verstanden haben, weil sind wirklich nur die einfachen Formeln, die man halt so hat, die man glauben muss, weil Ohmsches Gesetz herleiten, keine Ahnung, ich wüsste nicht, ob das möglich ist, außer experimentell, und experimentell geht es auf, ich baue es jetzt nicht auf, aber funktioniert. Also, klappt das, cool. Ah. Jetzt gibt es eine Kleinigkeit, die wir uns noch fragen, und zwar, ich habe jetzt hier 1K eingesetzt, mit den Worten hatte ich noch rumliegen. Und Paul hat mir damals 1 und 2K genannt. Warum aber diese Größenordnung? Ich meine, genauso gut hätte ich sagen können, und es wäre nicht gelogen, ich habe auch noch 1 Ohm herumliegen. Oder ich hätte sagen können, und auch das wäre korrekt gewesen, ich habe auch noch 1 Mega-Ohm herumliegen. Warum habe ich hier nicht 1 Ohm genommen oder 1 Mega-Ohm? Dafür gibt es einen Grund. Und dafür nehme ich jetzt ein sauberes Blatt und zeichne die Zeichnung, die wir gerade hatten, nochmal. Einfach nur ein bisschen größer, damit es hier ein bisschen sauberer ist. Ja, hier haben wir hier unseren R1 und unseren R2.
Dann haben wir hier unten Masse. Und hier oben haben wir plus 5. Und das ist das, womit wir bisher gerechnet haben. R1, R2. Gut. Und dann haben wir hier so eine Leitung rausgezeichnet und haben gesagt, das geht zu unserem Bluetooth-Modul. Unser Bluetooth-Modul, ja, ist für uns jetzt erstmal eine Blackbox. Wir können nicht genau sagen, was da eigentlich genau drin steckt. Aber eine Sache ist klar. Unser Bluetooth-Modul ist im einfachsten Fall sowas wie ein sehr großer Widerstand gegen Masse. In dem Bluetooth-Modul sind alle möglichen Dinger drin und logischerweise, wenn wir hier eine Spannung anlegen und die irgendwas tun soll, weil wir uns in der realen Welt befinden, ich nenne das hier mal RB für Bluetooth, weil wir uns in der realen Welt befinden, gibt es keine Bauteile, bei denen eine Spannung irgendwas bringt, ohne dass ein Strom fließt. Also man sagt immer so, ein idealer Op-Amp, da fließt überhaupt kein Strom, der hat einen, jetzt kommt es, unendlich großen Eingangswiderstand, das hier ist der Eingangswiderstand von dem Ding. Aber in Wirklichkeit fließt immer ein kleines bisschen Strom. Lass es Mikroampere sein, ist völlig wurscht. Und in dem Moment, wo irgendwie so ein kleines bisschen Strom fließt, kann man zumindest für unser Modell vereinfacht sagen, letztendlich ist das ein Widerstand. Interessiert uns gar nicht, was da sonst noch so passiert, letztendlich ist es ein Widerstand. Wenn man das jetzt aber so betrachtet, ja, oder es noch ein kleines bisschen anders zeichnet, beispielsweise so, ja, jetzt schreibe ich auch schon gar nicht mehr hin, was ich hier meine. Ich mache hier nur noch unsere Widerstände. Masse plus 5. Ja? Nein, ist klar, ne? Das hier ist das Gleiche. Dann sehen wir, dass wir in Wirklichkeit für die Rechnung, die wir gerade gemacht haben, für die einfache hier unten nicht nur unseren R2 haben, ja, sondern wir haben hier auch unseren Bluetooth-Widerstand. Jetzt ist es so. Einfache Elektronik sagt uns, dass wir das hier gedanklich wieder ersetzen können durch einen einzelnen Widerstand. Das heißt, das hier ist exakt das gleiche wie das hier. Ich zeige nochmal. Ein Widerstand, zweiter Widerstand, Masse. Ja. Wobei das hier R1 ist. Und das Ding hier, ja, das berechnet sich aus unserem R2 und unserem RB ganz einfach. Für so einen Fall hier, ja, unser, ich nenne den hier mal RP für R parallel, ja, RP ist gleich, oben sind die Produkte, ja, genau. Es ist sowas, was ich immer nachschlage, deswegen, ich vergesse immer, wie rum es ist, weil wir haben dann hier unseren R2 mal unseren R Bluetooth und hier unten haben wir unseren R2 plus unseren R Bluetooth. Und deswegen, wegen ich gerade nachschlagen musste, ist, dass ich immer verwechsle, welches jetzt Plus und welches Mal ist. Und man kommt auf ganz komische Rechenergebnisse, wenn man oben Plus und unten Mal nimmt. Gut. Das hier zeigt uns, dass unser Widerstand hier, ja, mit dem wir gerechnet haben, um diesen Spannungsteiler auszurechnen, in ganz erheblichem Maße von unserem RB abhängt. Ihr könnt das jetzt ausrechnen. Oder ihr könnt mir einfach glauben, was ich sage, nämlich der Gesamtwiderstand bei so einer Parallelschaltung ist immer etwas kleiner als der kleinere von den beiden Widerständen. Das kann man sich ganz einfach vorstellen, weil auch wenn ihr hier einen ganz klitzekleinen Widerstand habt, 2 Ohm, und hier einen riesengroßen Widerstand, was weiß ich, 10 Megaohm, ja, dann wird über den 10 Megaohm immer noch ein klitzekleines bisschen Strom fließen. Ja. Das heißt, das, was an Strom durchgeht, ist das, was durch den kleineren Widerstand durchgeht. Ja, da geht natürlich mehr. Plus so ein Fitzelchen vom großen Widerstand. Ja. So, das bedeutet, wenn die beiden gleich groß sind, ja, wenn ihr hier 1 K-Ohm habt und hier 1 K-Ohm, dann kommt genau die Hälfte vom Widerstand zusammen, weil ihr habt ja hier einen Weg von Strom, hier einen, beides kann gleich viel. Das heißt, 2 1 K-Ohm nebeneinander wären in Wirklichkeit ein halbes K-Ohm, 500 Ohm. Ja. Wenn ihr aber hier 1 K-Ohm habt und hier 50 Megaohm, ja, dann ist im Grunde genommen diese 50 Megaohm, die sind völlig egal, weil das, was da an Strom durchgeht, ist jenseits der Messungenauigkeit. Das wirklich Wichtige ist dann dieses eine K-Ohm hier. Ja, jetzt kommen wir an einen wichtigen Punkt. Wenn wir also wieder bei unserer Bluetooth-Schaltung hier sind,
Und wir nehmen mal an, und das ist jetzt gar nicht mal so unrealistisch, dass dieser Widerstand hier von diesem Bluetooth-Modul sei meinetwegen 1 Megaohm. Ja? Dann wissen wir jetzt aus dem, was ich gerade zusammengefaselt habe, so ein paar Sachen. Wenn nämlich dieser Widerstand R2 hier auch 1 Megaohm wäre, mal angenommen, dann wären die beiden hier zusammen nur noch 500 Kiloohm und unsere Berechnung, die mit 1 Megaohm rechnet, wäre im Arsch. Wenn dieser Widerstand hier, ja, sagen wir mal, 100 Megaohm wäre, dann würde hier kaum noch Strom durchgehen. Das meiste hier, wahrscheinlich wird es unser Bluetooth-Modul abbrennen, davon können wir ausgehen, weil nämlich die Spannung viel zu groß wird, weil im Grunde genommen wir mit 100 Megaohm gerechnet hätten, es aber nur 1 Megaohm so unterm Strich ist mit irgendwas am Komma. Das heißt, wir wollen, damit das hier aufgeht und damit unsere Rechnung nicht völlig im Eimer ist, dass unser R2 bedeutend kleiner ist als der Widerstand von dem Bluetooth-Modul. Ich kann euch jetzt keine genauen Zahlen sagen. Wir können natürlich immer für irgendeine Zahl irgendwas zusammenrechnen, aber so wichtig ist das gar nicht. Der Punkt ist, wenn wir hier 1 Megaohm haben und hier irgendwas mit einstelligen Kiloohm-Zahlen, dann bedeutet das, dass der hier grob 1000-mal so groß ist wie der. Das heißt, der hier fällt für die Berechnung kaum noch ins Gewicht, ist irgendwas so weit hinter den Nachkommastellen völlig wurschte. Ja. Und mit unseren 2 Kiloohm, die wir hier unten hatten, ja, ist das dann alles nicht mehr so wild. Ich rechne es mal für den Fall durch. Also angenommen, unser R2 waren 2 Kiloohm, ja, und wir hätten hier 1 Megaohm, das sind 1000 Kiloohm, ich lasse mal die Einheiten weg. Das heißt, wir hätten hier 2 mal 1000 geteilt durch 2 plus 1000. Ja. Das heißt, wir haben 2000, ja, geteilt durch 1002. Jetzt können wir Taschenrechner rausholen, ich tue es nicht. Es ist ziemlich klar, dass das immer noch ziemlich genau 2 ist. Dieses 1 Megaohm, das wir da zusätzlich dran gedengelt haben, das interessiert eigentlich überhaupt nicht. Das bedeutet, mit unserer Wahl von irgendwas im Kiloohm-Bereich hier geht das wunderbar auf. Oh, ich habe gerade jemanden aus der letzten Reihe gehört, der gesagt hat, aber das wird doch noch viel besser von der Genauigkeit her, wenn wir hier einen sehr kleinen Wert nehmen. Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt gesagt hätten, wir nehmen hier nicht 2 Kiloohm, sondern 2 Ohm, dann hätte hier gestanden 2 mal 1 Million geteilt durch 2 plus 1 Million und das wäre sehr genau gewesen. Das ist aber das Problem. Angenommen, wir hätten hier unten nur 2 Ohm, ja, und hier oben 1 Ohm. Ja, dann haben wir hier insgesamt einen Widerstand von 3 Ohm. Und jetzt rechnen wir mal ein bisschen. U gleich R mal I, das heißt 5 Volt, ja, wären gleich 3 Ohm mal I. Das löse ich jetzt mal auf, indem ich es durch 3 Ohm teile. Das heißt, 5 Volt geteilt durch 3 Ohm wären der Strom, der hier fließt. Oh, holla, 1,5 Ampere im Ruhezustand. Das ist natürlich nicht so eine gute Sache. Ja. Wir wollen natürlich dafür sorgen, dass hier, wenn Spannung da durchgeht, nicht unnötig viel Strom hier gegen Erde fließt. Und mal ganz ehrlich, diese 5 durch 3 Ampere, die hier durchrödeln würden, wenn wir hier 1 und 2 Ohm nehmen würden, das ist eine ganz ordentliche Menge. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass eure Kohleschichtwiderstände bald nur noch Kohlestippwiderstände werden. Das wollt ihr nicht. Das heißt, einfach nur deswegen, weil wir wollen, dass der Strom hier nicht zu groß wird, weil wir sonst einfach Verlustleistung haben und weil wir andererseits wollen, dass unsere Genauigkeit hier nicht zu kacke wird, ergibt sich ganz automatisch, dass für so die meisten Anwendungsfälle irgendwas so im Bereich von 1 Kiloohm oder so keine schlechte Idee ist. Ich meine, ich habe sowas hier auch mit genau diesen Bluetooth-Modulen, weil ich sie da hatte, schon mit 10 und 20 Kiloohm gemacht. Ja, das geht auch noch. Die Genauigkeit ist da jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Aber ihr solltet wissen, das hier ist der Grund, weswegen man das so macht. Ja, könnt ihr dann richtig machen. Hui, jetzt habe ich ja viel gefaselt. Gut, jetzt gibt es noch einen kleinen Bonus. Bonus. Alles ist ein Spannungsteiler. Yippie-yay. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, dass bei Wechselstrom, ich zeichne hier mal so ein bisschen Wechselstrom an, so eine Sinuswelle, ja, yay, beziehungsweise Wechselspannung, der Genauigkeit halber, dass sich bei Wechselspannung so ein Kondensator im Grunde genommen verhält wie ein Widerstand bei Gleichstrom. Ja.
Das liegt daran, dass dieser Wechselstrom hier den Kondensator immer auflädt und wieder entlädt. Und wenn die Elektronen hier hin und her geschubst werden, ja, dann wird denen ganz schwindelig und die ziehen ihre Kuppels von der anderen Leitungsseite ran. Und die ganze Kette von Elektronen, die hier drin ist, die macht gewissermaßen das große Schlagerfestival und schunkelt hin und her. Und wie groß der Elko hier ist, beziehungsweise der Kondensator da ist und wie die Spannung, wie die Frequenzen sind, davon hängt es ab, wie effizient der aufgeladen und wieder entladen wird. Und damit wirkt das letztendlich wie ein Widerstand für die schunkelnde Menge. Also sagen wir es mal so, je nachdem, was das hier für ein Kondensator ist, ist das so ein bisschen wie ein Heavy-Metal-Fan in einem Konzert der Wildecker Herzbuben. Ja, kann einen gewissen Widerstand entgegensetzen beim Schunkeln, aber wenn du 2000 Schlagerfans hast, die alle übergewichtig sind, hey, es hilft nichts, ja. Die schunkeln trotzdem. Gut. Mit diesem Schlagerfestival-Gedanken verbunden. Ich habe gerade eben gesagt, der Widerstand, der da rauskommt, ja, der sei ja dann von der Frequenz und dem Kondensator und so weiter abhängig. Und dazu gibt es eine Formel. Die schreibe ich jetzt einfach nur mal hin. Die habe ich da aus dem Buch von Horowitz und Hill. Die kann ich jetzt auch nicht herleiten. Aber dieser Widerstand, den wir da haben, ich schreibe jetzt mal R hin. Die Leute, die sich auskennen, wissen, dass ich den falschen Buchstaben verwende, aber das ist hier schließlich ein Einsteigerdingens. Dieser Widerstand ist gleich 1 durch 2 Pi mal der Frequenz in Hertz mal der Kapazität von unserem Kondensator. Was sehen wir daraus? Wenn unser Kondensator größere Kapazität hat, wird der Widerstand kleiner. Und wenn unsere Frequenz steigt und alles andere gleich bleibt, wird der Widerstand auch kleiner. Das heißt, der Widerstand von dem Ding ist schlicht und einfach frequenzabhängig. Das ist aber interessant. Was passiert denn, wenn wir jetzt unseren Spannungsteiler von vorhin machen und unseren R1 durch einen Kondensator ersetzen? Das heißt, wir haben jetzt hier unseren R2 und wir haben hier unten Masse. Und hier geht unser Signal irgendwo hin und hier geht unser Signal rein. Das ist jetzt diesmal unsere Wechselspannung hier. Ja, das ist ja interessant. Wir haben jetzt hier einen Spannungsteiler, bei dem unser unterer Widerstand konstant ist, aber unser oberer Widerstand, der wird immer kleiner, je höher die Frequenz hier ist. Also wenn wir so eine Sinuswelle hier durchdengeln, hat der einen gewissen Widerstand x. Und wenn wir eine doppelt so schnelle Sinuswelle da reindengeln, hat er einen viel kleineren Widerstand. Das heißt, wir haben hier einen Filter gebaut. Weil, also nehmen wir mal an, das hier wäre jetzt eine doppelt so hohe Frequenz, dann wäre der Widerstand an der Stelle halb so groß. Und das bedeutet mit dem ganzen Gedengel, das wir hier ausgerechnet haben, dass bei dieser Kurve hier wir am Ende was sehr Flaches rausbekommen, während diese Kurve hier noch deutlich unflacher rauskommt. Gut. Wir sind jetzt schon ziemlich weit in dem Video drin, haben schon ziemlich viel geredet und ich will das jetzt nicht weiter ausrechnen oder herleiten, aber das war so der Moment, wo es bei mir ganz doll Klick gemacht hat, als ich gecheckt habe, dass so ein Filter hier, so ein einfacher RC-Filter, ne, R für Widerstand und C für den Kondensator, nichts anderes ist als ein stinknormaler blöder Spannungsteiler. Nur, dass ein Widerstand, den wir hier haben, von der Frequenz abhängig ist, sodass man letztendlich was bekommt, wo Wechselströme unterschiedlicher Frequenzen unterschiedlich gut durchgehen. Knaller. Und damit wird mir jetzt auch klar, wieso wir hiermit keinen Filter bauen können. Das habe ich davor schon mal im Buch gesehen. Aber der, also angenommen, wir haben jetzt hier so die Frequenz F. Ja? Und wir haben hier unsere Spannung U. Dann können wir keinen Filter bauen, auf diese Weise, der an irgendeiner Frequenz, sagen wir mal, was weiß ich, 2 Kilohertz oder so, einfach plötzlich nichts mehr durchlässt. Warum? Ja, deswegen, weil dieser Spannungsteiler ja gleitend einfach immer weniger durchlässt. Das heißt, in Wirklichkeit sieht diese Kurve so aus, dass der Widerstand irgendwohin immer größer wird, immer größer, immer größer, aber nicht hier so schön flankensteil. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass da nur ein Spannungsteiler dahinter hängt. Ist für einen Tiefpassfilter genau das Gleiche. Und nur so als Futter für die Gedanken, angenommen, wir hätten hier unten eine Spule statt einen Widerstand. Ja. Bei einer Spule gilt, der Widerstand der Spule ist gleich 2 Pf mal der Induktivität.
Das heißt, je höher die Frequenz ist oder je größer die Induktivität, desto größer wird auch der Widerstand. Das heißt, das Ding hier verhält sich beim Frequenzwechsel genau umgekehrt von dem. Will heißen, wenn man das so aufbaut, dass man hier oben einen Kondensator und hier unten eine Spule hat und die richtig berechnet, dann kommt dabei ein sogenannter LC-Filter raus. LC. Und der ist ein gutes Stück Flankenstrahler. Immer noch nicht hier, ne? Aber ein gutes Stück Flankenstrahler. Wow. Und das alles nur deswegen, weil ich kapiert habe, wie der einfache, blöde, dumme Anfänger-Spannungstaler funktioniert. Gut. Das, meine Kinder, ist the end. Aber natürlich lasse ich euch nicht mit dieser blöden Zeichnung hier zurück. So viel Anstand habe ich noch. Ihr kriegt's noch, euer Schüssing.